Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem Alduin-freien Skyrim-Wochenende. Respektive einer wunderbar Alduin-freien Skyrim-Folge. Ja, wir sprechen noch mit Partonax. Nach diesem elendigen Mistkampf. Der muss natürlich hier oben sitzen, damit man gut mit ihm reden kann. Ob du mich verarschen willst. Lord Krongrach, ihr habt wahrlich die Stimme eines Dovar. Nach diesem Sieg werden Alduins Verbündete zweimal überlegen. Ich war kein wirklicher Sick. Nilivrach Hinmoro. Es ist richtig. Dies ist kein endgültiger Krongrach-Sieg. Doch nicht einmal die Helden von einst konnten Alduin im offenen Kampf besiegen. Alduin war immer Pachlok, arrogant in seiner Macht. Uznagar, Paar. Er betrachtete die Herrschaft als sein Geburtsrecht. Das sollte die Loyalität der Dorf, die ihm dienen, erschüttern. Na, wo ist er jetzt hin? Ja, einer seiner Verbündeten könnte es uns sagen. Mutmahus. Aber es wird nicht so einfach sein, einen von ihnen dazu zu überreden, ihn zu verraten. Vielleicht die Hofkassion, der Palast in Weißlauf, die Drachenfeste. Sie wurde ursprünglich erbaut, um einen gefangenen Dovar zu beherbergen. Ein guter Ort, um einem von Alduins Verbündeten eine Falle zu stellen. Euer Eisse. Aber der Jarl könnte eine andere Meinung sein. Ja, aber euer Zoom ist stark. Ich zweifle nicht daran, dass ihr ihn von der Notwendigkeit überzeugen könnt. Ja. Gut. Ihr seid der Meister der Graubärte. Kommen eigentlich andere hierher, um sich ausbilden zu lassen, um was völlig anderes zu fragen? Ich lehre den Weg der Stimme schon seit Jahrhunderten. Und die Tuum schon viel länger. Aber nein, Dovahkiin. Niemand kommt mehr hierher, um sich ausbilden zu lassen. Saran, ihr seid der Erste in über 100 Jahren. Ich meditiere über die Rotmulag, die Worte der Macht. Ich erteile Rat über ihre Anwendung. Das genügt mir. Ihr meditiert über die Worte? Wie kann man sich das vorstellen? Ein Wort der Macht zu kennen bedeutet, seine Bedeutung in sich aufzunehmen. Meditiert über die Bedeutung eines Rotmulag. Während dieses Wort euch ganz erfüllt, werdet ihr ihm näher kommen. Werde ich es euch lehren, Dovaki? Welches Wort ruft bei euch tieferes Verständnis hervor? Es gilt drei zu meistern. Fuß, Fein und Joll. Was ist Feim? Fuß kennen wir. Joll ist der Brandschrei. Aber Feim kenne ich gerade nicht. Moment, da muss ich mal wieder das Internet befreien. Skirim, Feim. Ewiger Geist. Increasing Health Regeneration. Well, Ethereal. Ja, bin ich ja nie. Jo! In eurer Sprache bedeutet das Wort einfach Feuer. Veränderung, der eine Form gegeben wurde. Macht in ihrer ursprünglichsten Gestalt. Das ist die wahre Bedeutung von Yol. Soljek, Macht. Ihr habt sie, so wie alle doof. Aber die Macht ist untätig ohne Handlung und Wahl. Denkt darüber nach, während sich das Feuer in eurem Zoom, eurem Atem aufbaut. Zoom Arg Mora. Was werdet ihr verbrennen? Was verschonen?
Die Drachenfeste wurde jetzt also erbaut, um einen Drachen einzusperren. Ja, das war vor langer Zeit, müsst ihr wissen. Damals gab es mehr von uns. Bevor die Brünike, die Akaviri kamen und all meine Seema töteten. Ich habe ihn damals gelegentlich besucht. Fast wahnsinnig geworden durch Einsamkeit und Gefangenschaft. Tiras, sie war's. Er erinnerte sich nicht einmal an seinen eigenen Namen. Ich weiß nicht, wie er gefangen wurde, aber der Bronjun, der Jarl, war sehr stolz auf sein Schoßtier, Park. Seither ist die Hofkasejun als Drachenfeste bekannt. Sum Ark Mora. Ja, das machen wir jetzt allerdings nicht. Jetzt machen wir einen kleinen Schwenk in den Bürgerkrieg. Hat folgenden Hintergrund. Wenn ich da jetzt ankomme, dann sagt mir der Jarl, ja, wenn der Bürgerkrieg noch am Laufen ist, ne, dann können wir das leider nicht machen. Da müsste man einen Waffenschild schon ausverhandeln. Das ist wieder mal, so ähnlich wie Blut auf dem Eis, ein Backfest vor dem Herrn. Ja, das heißt, ich würde jetzt tatsächlich einfach den Bürgerkrieg ein bisschen vorantreiben. Ganz durchziehen können wir ja eh nicht, weil wir in Einsamkeit noch einen Bruderschaftsquest offen haben. Und von daher ist das jetzt so der nächste Schritt, den ich plane. So. Jetzt sind wir mal ganz oben und da. Das ist ja wohl die schlechteste Übersetzung. Da geht ja der ganze Wortwitz weg. Jetzt wollte ich euch was Nettes zeigen. Jetzt heißt das schartige Spitzhacke. Das heißt in auf Englisch Notched Pickaxe. Ja, Notch, Minecraft, Spitzhacke. Das ist das Easter Egg, was hier oben rum liegt. Wollte ich euch gezeigt haben mal. Das ist ganz nett. Oh, Ebenerz. Ja, können wir sogar mal abbauen. Ebenerz ist ja selten genug. Außerdem sind wir hier wirklich am höchsten Punkt. Skyrims. Das ist ja definitiv auch mal ganz nett. Das heißt, jetzt werden wir diesen elendigen Eisgeister töten. Das dürfte jetzt im Verhältnis gesehen nicht mehr so wirklich das wahre Problem sein. Und ich bin ehrlich gesagt erstmal froh, dass wir diesen Drachen nicht mehr sehen. Und wir werden natürlich bis zum Endkampf nochmal gucken, dass wir unsere Einhändig- und Blockenfähigkeit ein bisschen erhöhen. Weil das ist ja alles irgendwie, ich sag mal, nicht zielführend, was wir da mit dem Bogen machen. Aber bis dahin werden wir hoffentlich auch einen Daedra oder sogar einen Drachenknochenbogen haben. Also von daher sehe ich dem ganz entspannt entgegen. Zur Not, wie gesagt, einfach wieder die Schwierigkeit gerade runter, weil ich habe keinen Bock, mich hier an diesem Alduin-Kampf oder an den, die noch kommen könnten, so ewig auszuhalten, weil das ist einfach nicht spannend. Erz abbauen dagegen schon. Malachit ist übrigens das Vulkanglas-Gedöns. Können wir also effektiv nur verkaufen, aber das bringt wenigstens ein paar Goldmünzen ein. Schlock, schlock, schlock. So. Jetzt haben wir hier natürlich gerade keine große Aussicht. Ja. Ah, willst du machen? Schön aussehen tut's trotzdem. Das ist das Ödsturzhügelgrab. Der Kackfransenstift, ey. Da müsste Weißlauf sein, ne? Jo, da unten. Das ist alles gar nicht ganz so einfach zu sehen. Das heißt, da hinten ist Windhelm. Und da hinten, das dürfte die Winterfeste sein. Ah, ist schon cool. Zack. So, das heißt, jetzt erstmal hier den raus. Den sowieso raus. Und dann töte den Eisgeist. Wo ist denn der Quest? Beheimatet.
Na, von Signus Außenposten aus. Warum auch nicht? Deutliche Überschwemmung gerade. Warte mal, hier ist noch ein... noch ein Grab, was ich nicht entdeckt habe. Bin noch dahergekommen. Alles höchstgradig komisch. Hocka, 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 hocka. Schlalidalidipdum. Warum bettelt sich dein Skelett mit einem Wolf? Ich möchte das nicht wissen. Alles eine Frage der Vorbereitung. Ah, ich habe schon wieder auf Adept gestellt. Ja, der ging jetzt deutlich schneller runter. Jo, hab ich. Ja gut, das ist auch das dädrische Schwert. Der macht ein bisschen mehr Schaden als der scheiß Bogen, ne? Na, die Hawker lassen wir mal Hawker sein, ne? Ich finde dieses dädrische Schwert, also das ganze Design Daedra-mäßig ist halt schon ziemlich nice. Es ist auch optisch, finde ich, die eindrucksvollste Rüstung. Also auch wenn die Drachenknochenrüstung, glaube ich, statistisch besser ist und dann die Stahlrimmrüstung natürlich nochmal aus Dragonborn. Ich finde die dädrische einfach optisch am coolsten. Ja, das ist mal glasklares Wasser, ne? So jung und schon bei den Sturmmänteln, ne? Jetzt habe ich gerade kurz gedacht, ich hätte den Ton nicht aufgenommen. Aber dann ist mir Gott sei Dank aufgefallen, dass das alles doof war. Wer macht hier Geräusche? Vor allem so komische. Ach du. Wenn er dann trifft, ist natürlich nicht gut. Menschen. Naja, es wird langsam, ne? Ich meine, wir haben uns jetzt noch nie wirklich so offen geprügelt. Das müssen wir jetzt natürlich mal nachholen. Die Hawker-Zähne nehme ich gerne mit. Bevor wir jetzt den nächsten Dungeon machen, müssen wir mal wieder ein bisschen was verkaufen. Aber das können wir bei Gelegenheit machen. Die Wölfe nehme ich gerne kurz mit. Einfach, falls es ein gutes Blocktraining ist. Aber mal. Jetzt habe ich aber mit alles, ne? Felsenhaxe, Schnelzenknackse. Habe ich noch einen Krankheitstrank bei?
Ne. Oh ja. Eine Zutat, die Krankheiten heilt. Gereicht? Anscheinend. Hm? Oder wo sehe ich sonst die aktiven Krankheiten? Achso, ja. Ja, scheint geklappt zu haben. Nehmen wir. Ja, es reicht natürlich nicht, irgendwo einen Eisgeist zu töten. Ja, es muss dieser hier sein. Einer völlig unzugänglichen Kackinsel. Aber immerhin kommen dafür entdecken wir gleich noch einen neuen Dingensstein. Das ist doch auch schön. Machen wir nochmal F5, ne? Wie gesagt, ich renne auch gerade nur so hier rum, weil ich dringend mal ein bisschen von einhändig und blocken trainieren möchte. Das geht halt nur durch Training. So, wo ist denn jetzt hier der Eisgeist? Da ist er. Den johlen wir jetzt an und dann läuft das. Ja, guck mal. Zack. Was haben wir jetzt hier entdeckt? Schlangenstein. Was macht der denn? Ah. Ja, das ist natürlich nicht das, was ich möchte. Aber hübsch, ja, oder? Na, das wollen wir mal schon entdecken. Hey! Wenn es da schon so liegt, dann nehmen wir es doch mit, oder? Zumindest die Entdeckung. Man weiß ja nie, wann man mal hin muss. Gut, ich meine, das ist zugegebenermaßen selten hier so draußen unterwegs einfach. Also ich zumindest, weil ich nicht großartig erkunde ohne Quest. Dürfte euch aufgefallen sein mittlerweile. Oh, Banditos. Los Hos Bandotos. Was ist denn das? Ach, Plankenholz. Na gut. Oh, es ist ein Schiff. Da lege ich mich fest. Ziemlich großes sogar. Ist da jemand? Nein, hier ist keiner, mein Gott. Wo soll der denn herkommen?
oder Niederlage. Sehe ich auch so? Nervt mich jetzt nicht. Keine Spur von ihm. Oh. Ihr braucht etwas? Ihr braucht etwas, finde ich auch gut. Weil ja, letztes Mal gequicksaved. Wir entdecken das mal. Hui. Und dann gehen wir da wieder hin, wenn wir ein bisschen besser blocken können. Ich suche mir jetzt gleich einen Blockentrainer. Und vielleicht hätte man auch mit den anderen hier anfangen sollen. Naja. Sind wir mal gestorben, ist auch nicht schlimm. Erhöht doch die Authentizität. Zack. So. Die nehmen wir mit und jetzt setzen wir uns hier irgendwo schön entspannt an den Rand. Freuen uns die Dinge, die wir haben. Und erstatten Bericht. In Windhelm. Passt aber ganz gut, weil Windhelm können wir gleich ein bisschen verkaufen gehen. Außerdem müssen wir noch da mit dem Alchemisten sprechen, der ja da jetzt mit dem weißen Fläschchen rumeiert. Eieieiei. Habe ich eigentlich diese Stoffkarte noch? Wo ich das Ding gerade sehe? Dawnguard. Dragonborn. Was ist denn die Skyrim-Verpackung? Führt jetzt zu weit. Habt ihr bestimmt noch irgendwo? Die Stadtbewohner nennen mich Kapitän, weil ich früher ein Seemann war. Ja, das ist ja schön. Hallo! Alle sagen, Eo, werft einen Blick drauf. Ja, den brauche ich jetzt ja nicht mehr, ne? Gönn dir. Ja, sonst haben wir eh nichts gehabt, ne? Hast du bessere Pfeile? Hat irgendeiner generell schon mal was Dädrisches unterwegs oder so? Noch nicht, ne? Ob ihr eine Rüstung oder eine neue Klinge braucht, kommt einfach vorbei. Gehen wir mal rein. Oh. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr... Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber... Ich hab euren Brief erhalten. Gut zu hören. Ihr könnt ein schwer zu findender Mann sein. Zum Glück sind diese Kuriere hartnäckig. Und ihr glaubt zu wissen, wie man das Fläschchen reparieren kann? Ich habe ein paar Ideen. Es gibt drei kritische Elemente. Manche werden sich leichter finden lassen als andere. Oben auf dem Hals der Welt gibt es einen Flecken nicht schmelzenden Schnees. Er bleibt von jeder Hitze unberührt. Mhm. Dann brauchen wir den Stoßzahn eines Mammuts. Ja, das ist nicht so schlimm. Zu einem feinen Pulver zermahlen, wie es nur die Riesen können. Mhm. Der letzte Schritt ist knifflig. Dafür brauchen wir das Dornenherz eines Abgeschworenen von Reach. Wenn ihr mir das bringen könnt, kann das Fläschchen repariert werden. Kann ich die auch einzeln bringen? Mhm. Ich werde wohl nie Meister Norelions. Die letzte in unserer Zeit mit naja, dem Herz. Schon. Ich möchte nur wissen, ob ich lässt sich das nur schwer erklären. Nee, okay. Dann das Dornenherz jetzt einfach nicht mehr verkaufen. Dann seid ihr also ein Alchemist? Jein, wie immer. So, Heiltränke werden jetzt nicht mehr verkauft. Magika schon. Können wir ruhig mal. Bringt uns ja eh nicht besonders viel. Aber ich finde, wir haben uns gerade in dem Kampf ganz gut gehalten. So, all in all. Ich nehme die Zaubertränke einfach jetzt mit, die ganzen Heiltränke. Alternativ müsste ich halt ordentlich in Wiederherstellung reinskillen, damit das einen Sinn hätte. Ja, wir haben genug Gold, das können wir auch nochmal können. Wir werden jetzt mal ein bisschen Alchemie skillen hier.
sehe dann mal wieder. Mach das. Komm, mach mal. Ach, ja, jetzt ist die ganze Anmeldung da oben drüber. So, wo ist denn hier Lebensenergie? Gesundheit regenerieren, Gesundheit wiederherstellen. Da wollen wir rein. Da kann man nur insgesamt mit leben und mit arbeiten. So, jetzt gehen wir einfach mal durch. Machen wir es andersrum. Ich muss die ganzen Chaurus-Eier mal wegkriegen. Was kann ich damit verarbeiten? Ich habe so viele Chaurus-Eier, ne? Das ist unfassbar. Mit der Maus bedient? Glaube nicht, ne? Das konnte ja im Übrigen Oblivion. Das erlaubt einem gleichzeitig die Eingabe per Controller und per Maus. Dann kann man das hier wesentlich angenehmer durchnavigieren. Erstmal noch ein paar Tränke, wo ich weiß, dass sie Geld geben. Illusion verstärkt. Das ist doch zumindest mal nett. Ja, ich hab doch gerade schon den ganzen Scheiß ausgekauft, ey. Der hat auch Sorgen. Immerhin schon mal 55 Chaurus-Eier oder so weggeknallt. Ich würde sagen, das ist insgesamt keine schlechte Aussaat. Ah, scheiß auf die Purpurnierenwurz, ich mach den Quest eh nicht. So. Spannend, ne? Mein Meister ist... Ich werde wohl niemand... Werft einen Blick darauf. Thank you.
So. Dann machen wir in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter mit Verkaufen und dann haben wir soweit auch. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.